Wir schauen heute den allerbesten Spielern in Europa zu. Um ganz genau zu sein, schauen wir das Finale des Victory Cash Cups an. Ich habe mich auch qualifiziert, aber ich habe mich dazu entschieden, den besten Spielern von Europa zuzuschauen. Darunter sind sehr, sehr krasse Pros, wie zum Beispiel Reason, Mr. Savage, Leggy, ganz, ganz viele weitere. Und natürlich auch ein paar Pros unserer Community dabei. Dementsprechend, wenn ihr so etwas in Zukunft öfter sehen wollt, wie wir solchen Leuten spectaten, die krassen Endgames anschauen, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst den Kanal auf gar keinen Fall zu abonnieren. Jetzt würde ich sagen, wir starten in die Viewing-Party. Let's go, rein da! Hier sind die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code ALBIVB im Alpenshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Da sehen wir von seinem ersten Pro drauf, und zwar Mr. Savage. Niemand Geringeres als der Mann mit dem Travis Scott-Skin und mit dem Medaillon. Der holt sich direkt auf ultra-offensiv Underworld. Da bin ich gespannt. Wer jetzt irgendwie am Ende von den ganzen Pros, von den Pros auch von meiner Community, für die Medaillons geht. Ihr müsst wissen, es gibt tatsächlich bei diesem Solo Victory Cash Cup Finals nur dreimal die Chance, hier $100 mitzunehmen. Und zwar, um ganz genau zu sein, genauso wie ich im Intro schon gesagt habe, wenn man eine Runde gewinnt, dann kriegt man $100. Das ist jetzt nicht so, dass wenn man dreimal Zweiter wird, dann gehst du wirklich mit $0 nach Hause. Wenn du dreimal Erster wirst, gehst du nach Hause mit $300. Das ist crazy. Reason auch mit am Start, haben gerade Reason jetzt im Early nicht Spectator, sondern Mr. Savage, aber der hat schon einen Kill gemacht. W Keen bringt hier natürlich auch nichts, ne? Man bekommt nur diesen einen Punkt, beziehungsweise diese 100 Punkte pro Win. Also kein Kill bringt was. Alle Spieler müssen hier auch Win spielen, Freunde. Das ist einfach, ich lieb das, ich lieb das. Das haben wir letztes Season mal gemacht. Ihr liebt diese Jürgen Party, aber nur beim Solo Victory Cash Cup kommt es irgendwie besonders gut an. Dann könnt ihr mal wirklich sehr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr sowas öfter sehen wollt. Oh, okay, will fighten. Uiuiui, das ist der Grimgate-Typ. Oh mein Gott. Es sind natürlich echt krasse Spieler jetzt hier, ne? Er hat nicht so viele Mats. Aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu offensiv ist von Reason. Oh mein Gott, 14er! Und Reason hätte dann das Medaillon, ne? Das wäre crazy. Let's go! Hat alles, let's go. W's in Chat für Reason, ey, das ist crazy. Also jetzt, das hat sich richtig gelohnt. Let's go, Batman Booger! Batman Booger, get my 1v1 map to NA! Junge, was ist los mit hier? Mr. Savage ist dick im Fighten. Mr. Savage mit seinem nächsten Kill. Zwei Kills hat er, aber er wird direkt ge-Third-Party-Chat. Okay, okay, wir bleiben mal ganz kurz drauf. Mr. Savage gegen einen roten chinesischen Skifahrer. Reinboost, reinboosten da. Rein da, ein Hit! Let's go. Dritter Kill für Mr. Savage. Mr. Savage spielt so schnell, ne? Das ist crazy. Und der spielt, ist es DirectX 11? Der spielt Performance Mode, aber einfach mit View Distance komplett auf High. Was macht Mogral bei ihm zu Hause? Like, you're scaring me, bro. How long have you been here for? Digga, doch, Mogral einfach hinter ihm auf. Mr. Savage ist hungrig. Der hat richtig Bock. Aber er hat, glaube ich, zwei Medaillons. Und zwei mythische Waffen. Aber darf nicht vergessen, dass die Spieler sich hier auch gecallt haben bei Opens und unter die besten 11.000 Spieler gehören. Auch so ein Pro kann durch Anlag irgendwie viel passieren hier in dem Cup. Weil die ganzen, ihr müsst euch vorstellen, hier sind ganz viele Leute auch mit drin, die noch nie Earnings in ihrem Leben geholt haben. Hier tryharden die Leute ganz, ganz krass. Das ist böse. Guck mal, wie der Box fightet, der Aura da. 34er, mit einer mythischen? Boah, das wird mir stinken. Guck mal, da kommt noch einer. Mr. Savage ist so hungrig, das finde ich so geil, Digga. Er hat so Bock auf W Keen, obwohl er nur gewinnen muss. Er will die komplette Lobby auseinandernehmen. Er will den besten Stuff haben in der Lobby. Alright, bro, just keep making boxes, man. Guck mal, wie die sich alle boxen. Das ist crazy. Mogral taucht wieder auf. Was macht Mogral da? Aura geht weiter. Bro. Und Mr. Savage hat ein sehr, sehr geiles Medaillon. Bro. What? Und zwar das Werwolf-Medaillon. Boah, also es ist krass, wie schnell der immer aus den Boxen rauskommt, ne? Er ist so gut, das ist crazy. Er spielt auch 500 FPS. stimmt, der hat 500 FPS. Boah, guter Hit jetzt. Jetzt hat er ihn. Jetzt muss er hoch. Jetzt hat er ihn. Einfach reindashen mit dem Ding. Mein Gott, hä? Oh mein Gott, nein! No, bro. Bro, it was just W King every. Yeah, it's because people are using the, like, this fucking glitch with the... Oh nein. So they just go max distance. Oh, okay. Wir gehen mal ganz kurz auf Pink drauf. Pink, auch ein wahnsinnig guter EU-Player. Wie kann man mit so einem dicken Hoodie spielen? Guck mal, wie fett der Hoodie ist. Hier passiert gerade nicht so viel. Gucken wir mal ganz kurz. Oh doch, er hat ihn gekillt. Okay, wir schauen mal. Oh, Simi. Simi hat dicke Probleme. Simi, ein Community-Pro. Sind wir ein bisschen am struggeln. Aber all good, der hat High Ground gerade. Kann sich das Medkit healen. Was macht er draus? Geil, 26er. 87er, stark. Ziemlich gute Performance. Aber warum lässt er offen da?
Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Schaut ein bisschen Belaster aus. Macht's aber eigentlich nicht schlecht. Aber der Gegner ist halt auch nicht kacke, ne? Das ist halt... Oh, nein. Boah, ja, schade. Okay, ich schieße halt noch die Wall, ja. Schade, Simi. Schade. GG's. Wir kommen mal ganz kurz mit Johnson hier rein. Also, Chat sagt dir keine Sniper. Der will eine Skybase machen? Okay. Wir gucken, ob wir noch ein paar Medkits finden. Was? Warum? Wir gehen auf die Statue hoch. Nein, Bro, nein. Wir gehen jetzt einfach auf die Statue hoch, Chat. Er macht wirklich eine Skybase. Und bauen dann von der Statue die Skybase hoch. What? Bro, du spielst hier einen Solo Victory Cash Cup. Pro Win gibt's 100 Dollar, Bro. Oh ja, und dann machen wir eine Skybase. Ich hab die Awareness, Chat. Ich bin smart, Chat. Ja. Yeah. Also, sowas kann auch. Also, auf so einem Blödsinn kann wirklich auch nur der Johnsy kommen. Wo haben wir? Reason fett im Fight. Reason 6 Kills, 52 Spieler sind noch alive. Und der macht wahrscheinlich seinen 7. Das ist krass. 51 Spieler noch alive und Reason mit 7 und hat alles. Genauso wie Mr. Savage letzte Runde. Das ist richtig krass. Vertraut mir einfach, wenn ich sowas sage, Bro. Ihr könnt das jeden anderen Pro fragen, auch Leute, die keine Map haben. Und die werden euch 1:1 das gleiche beantworten. Wenn ihr meine 1v1-Map spielen wollt, der Map-Code steht unten in der Mitte. Ist die mit Abstand die beste Zero-Delay 1v1-Map, die am wenigsten Delay hat. Ich habe den gleichen Creator. Deswegen ist sie gleich gut. Meine, ne? Könnt ihr auch gerne abchecken. Da muss richtig viel Delay drauf sein, wenn da nur Wasser ist. Der ist sauer. Riesen. Aber ich verstehe es. Und der lässt den ganzen Frust an dem Gegner hier aus. Der arme Gegner, der will doch nur 100 Dollar. Junge, also der wurde ja komplett geschallert. Der hat ja richtig dran glauben müssen. Der macht wirklich eine Skybase. Von Typ hier bauen wir die Skybase hoch, Chat. Von hier zwirbeln wir die Skybase hoch. Das ist nicht wahr. Okay, Chat, wir warten in der Zone und bauen dann auf Highground auf. Wir müssten doch eh relativ weit oben schon sein, oder, Chat? Minion, aber wer hat dem in den Schädel gekackt? Der Typ kann hier Sturmkrankheit. Pro Win 100 Dollar mitnehmen und der macht hier an, der fängt ja hier an, einen okay, auf Standard-Skill zu machen. Wir machen auf Tryhard, wir gehen mit der Zone hoch, okay? Wir gehen mit der Zone hoch. Nein, ich guck mir das jetzt an. Ey, da können wir nicht weg. Die anderen sind sowieso noch nicht im Endgame. Oh, was macht der? Oh mein Gott, nein. Das ist nicht hoch genug. Und mir läuft jemand. Schau dir an, nur einer hat Highground in dieser Runde. Und das ist Johnsy. Das kann nicht sein, ne? Also der Titel, jetzt mit Alvi schaut den besten Spieler in Europa dazu, ne? Johnsy ist da ausgenommen, du kommst, okay? Nein, du kommst trotzdem Fall Damage. Also okay, wenn ich jetzt runterfalle, dann bin ich tot. Ihr müsst alternativ denken, Chat. Wenn ihr sagt, ihr seid nicht die besten Fighter, vielleicht seid ihr die besten, vielleicht seid ihr der smarteste Spieler. Ich weiß nicht, ob das smart ist, Bro. To be honest. Wir lassen ihn erstmal machen, okay? Wir gucken gleich rein. Wir gucken jetzt mal bei Leggy. Leggy wird hier ein bisschen geholdet am Zone-Rand. Kann es sein, dass der in der gleichen Runde wie Jonas ist? Weil die close doch auch bei ihm irgendwo da in der Nähe, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Leggy ist in einer anderen Lobby. Aber wenn er kurz hochgucken würde, da wäre irgendwie so ein Dulli mit einer Skybase, dann ist es Johnsy. Leggy gerade auch big am Chillen, da passiert gerade gar nichts. Rubix 47 Spieler jetzt gerade noch alive. Rubix auch sehr, sehr, Bro, sehr, sehr stark auf Controller. Ja. Oh, da will jemand bei ihm rein. Oh mein Gott, one! Let's go! Ja. Oder nein. Schade. Zwei Leute schaffen hier. Das waren drei, ne? Ja, ich glaube, ja. Okay. Wir gucken mal bei Reason rein. 44 Spieler noch alive und ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier auch mal drauf, weil Reason ist kurz vorm Endgame und er hat wahnsinnig geilen Stuff. Ich glaube, das wird ein wahnsinnig spannendes Endgame von Reason, weil, naja, er hat eine wahnsinnig gute Chance, hier seine Earnings zu erhöhen. Um 100 Dollar. Auch wenn der Mann schon fast eine halbe Million hat. 100 Dollar schmecken immer. Geil. Er macht seinen 10. Kill hier, Chat. Guck mal, einer schreibt links unten bei Reason, Rubix hat gerade fett kassiert. Rubix konnte nichts machen. Ach so, die waren in der gleichen Runde, deswegen. Ah, ich glaube, deswegen schreiben die das rein. Oh mein Gott, Reason rein. Der ist so krass, ne? Er kann einfach wirklich überall rein exploiten mit dem Ding. Das ist crazy, oder, Chat? 39 Spieler live. Reason hat hier 11. Nein. Nein. Ruhig, Reason. Mach ruhig. Ich brauche ein geiles Endgame fürs Video, Bro. Normal? Echt? Und genau so stirbt man einfach mal. Ey, Reason hat gar keine Mats mehr, ne? Reason hat gar keine Mats mehr. 5 Builds noch. Und er hat nur noch... Er hat 4 Medkits, das ist gut fürs Heal-Off. Ein Jizz kann er sich noch voll jizzen, aber dann hat er auch keine Rotation. Der schaut... Also, naja, gut, er hat noch Rotation durch das Medaillon, ne? Aber er braucht einen ganz, 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 nein, ganz dicken Refresh. Aber einen ganz dicken. Let's go, Reason! Oh mein Gott, let's go! Oh mein Gott, let's go! Er ist wieder im Game! Let's go! Okay, alles gut. Er hat zwar nur Siphon-Mets gerade, aber alles gut, wir sind chilling. Zum Glück habe ich das Siphon-Ding. Das hat meinen Arsch gerettet, Mom's Life. Oh, er hat auch das Siphon-Medaillon. Okay, das war crazy. 13 Kills, 24 Spieler noch live. Alles gut, Chat. Ah! Eine Minute Werbung. Er ist tot! Digga, ich hab meine Hände nicht am Keyboard. Ja, weil du eine Werbung reingeschallert hast. Doch, jetzt habe ich es nicht gesehen. Ich glaube, er hat eine Werbung reingeschallert. Deswegen hat er seine Hände nicht am Keyboard gehabt. Pink im Endgame. 9 Spieler noch alive bei Pink.
Oh mein Gott, stark. Vielleicht der Erste, der jetzt hier einen Win holt, den wir hier zugucken. 8 Kills hat der, 8 Spieler noch alive und der hat alles. Er hat 3 Flopper, 3 Medkits, 75er Giz, alles. Chat, das Einzige, was er halt braucht, sind Meds. Aber ich glaube, boah, 6 Builds. Das wird gefährlich. Oh, er muss jetzt schon Heal offen. Das ist nicht. Nein! Let's go! Noch ein Medkit! Ja, da sind noch Medkits. Oh mein Gott, er muss in Zone, er muss in Zone. Schafft er nicht. Vierter. Bro, I'm getting zapped from a high like 4 times. Unlucky. Ist Johnsy noch alive? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Das ist der ist noch alive, der Typ, hä? Jetzt erklär's mir bitte. Oh, Winner Ash, warte mal. Top 29, Winner Ash. Da müssen wir reingucken. Winner Ash, auch ein Community Bro, ist auf einer PS5, ne, Chat? Der Mann, der kann hier den Win holen. Er hat insgesamt 5 Medkits zu healen, hat wirklich wahnsinnig gute Meds, hat noch einen 95er Giz. Das schaut gut aus für Winner Ash. Das schaut wirklich gut aus. Wirklich, der ist ein PS5-Spieler. Wahnsinnig interessant. Okay, wir gucken. Er gist und geht jetzt in Zone. Boah, Junge, das Control-Line ist da, ja? Cool, geht auf den Berg hoch. Aber connected gut, alles gut, er ist in. So gut wie eine Box vielleicht noch. Passt. Geht sogar back. Er hat so ein Luck. Let's go. Zone Luck braucht jedermann im Victory Solo Cash Cup. Und vor allem in den Finals, wo es um $100 geht. Geil. 23 Spieler noch alive. Top 19. Ey, dem geht's echt gut, ne? Wenn du das einfach so weiter runterspielst, der gewinnt das Seedorf mit 5 Medkits. Der ist so chilling. Guck mal, der hat noch Cap Metal. Bei mir wird er immer Zweiter gefühlt. Ich hoffe, dass hier bei dem Victory Cash Cup nicht Zweiter wird. Der spielt so safe, ne? Er spielt wirklich full of safe, aber er macht's wahnsinnig gut. Er spielt auch mit der Autobump. Also wirklich ein Controller-Spieler, wie ihn Gott noch nie gesehen hat. Top 12. Und Winner Ash, dem geht's immer noch richtig gut, ne? Er macht. Ich bin gerade überrascht von seinem Gameplay, ne? Oh, Jason, 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 wichtig. Er hat immer noch gut Metz. Ist immer noch okay. Ist immer noch okay. Er ist second tight. Top 11 jetzt. Top 10. Winner Ash, was eine Performance. Wollte irgendwie. Will auf Highground? Was macht der? Er will auf Highground. Nein, Bro, du hast dich besser für nicht. Bitte. Er muss runter, Bro, du musst runter. Bitte. Nein. Nein. Er ist auf High. Er hat keine Mats mehr. Er hat keine Mats mehr. Er droppt komplett. Top 7. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob das der Play ist, Bro. Top 7. Er hat noch 4 Medkits. Winner Ash. 2000 PR und 400 Earnings. Alright, alright, alright. Top 5. Das wird nicht reichen. Das ist viel zu früh. Nein. Da ist noch ein Medkit. Da ist noch ein Medkit. Da ist noch ein Medkit. Nein. 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 Nein, er kriegt's aber nicht, oder? Doch, er kriegt's noch. Noch ein Medkit. Nein, Vierter. Aber geile Performance, Bro. Okay, John C. Dead hat das Game nicht funktioniert. Ich dachte, es wäre sein erstes, wo er down gegangen ist. Stark. Ey, Junge, Legi auch so krass, ne? Das ist crazy, Mann. Also, wenn ich mir aussuchen könnte, ne? Was für ein Pro ich wäre. Ich würde am liebsten Controller-Pro sein. Das macht einfach Bock also auf Controller. Grippe Top 23 hat 9 Kills auch. Bei dem schaut es auch sehr, sehr gut aus. Naja, gut, die Mets ist ein bisschen schwach, aber ich glaube, da kann er sich auf jeden Fall auf Easiness ein Refresh eventuell holen. Oh mein Gott! Das wurde spät, da muss er hinterher. Oh, oh mein Gott, seine Pump ist leer. Oh, wie viele Medkits da liegen. Medaillon, alles. Oh! Sometimes you have it to risk it for the. Beendet den Satz. Das ist Johnsys Sprichwort. Geil, er kriegt noch einen Kill. Okay, es wird. Oh nein! Oh! Digga, was ist denn da mit meiner Stimme passiert? Digga, ich habe kurz Angst gehabt, dass sie meine Stimmbänder reißen. Ich wurde kurz zum Mädchen. Bro, Digga, ich weiß auch nicht, was es war. Krass, gutes Piecing. Der Mann, der macht fast nur Kills durch Volldamage. Weil die alle runterfallen, aber der hat sich gerade noch gefangen, der andere. Top 6, 11 Kills. Grippe. Und der Mann hat noch 4 Medkits und hat Highground. Das ist, also, er muss gewinnen eigentlich, ne? Das Problem sind halt seine Meds. Er hat nur noch ein Bild. Super gemacht. W's in Chat für Grippe. Hat jetzt Seifen Meds. Oh, was macht er? Was macht er? Was macht er? Rein, rein. Immer noch 4 Medkits. Es ist so gut, Grippe. Es ist so gut, Bro. Will der nochmal rein? Spring nicht rein, Bro. Spring nicht rein, bitte. Top 3 jetzt. Chat, es wird der erste Win sein. $100 Earnings Grippe. Komm schon. Nein. Was sehe ich da? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat keine Mats mehr. Nein.
Das kann nicht sein. Er hätte rauslaufen müssen. Aber ich hätte es wahrscheinlich ähnlich. Ich hätte es genau gleich gespielt. Oh, ist das schade, Bro. Reason hat noch eine Runde. Geil. Mit dem Mäuschen-Skin. Der schnuppert nochmal in die letzte rein. Wir gehen mal ganz kurz bei Mr. Savage drauf, weil bei Mr. Savage geht es gerade komplett ab. 3 Kills, der Mann. Mr. Savage komplett hungrig. What? Ich glaube, ich. Geil, cracked. Einfach rein da. Ja, ja, genau so. Einfach rein. Komm. Bam, deine Wall. Einfach durch. Einfach durch. Lass ihn spammen, lass ihn spammen. Bis er keine Builds hat, Mann. Ja, guck mal, er kann er nicht bauen. Rubik's. 39 Spieler live. Rubik's ist noch nicht ganz endgame. Warum fühlt sich seine 60 FPS nicht wie 60 FPS an? Mr. Savage hat irgendwie Probleme. 43 Spieler noch live, 4 Kills. Und der Mann, der ist irgendwie relativ low dafür, dass er gerade einen dicken Refresh hat. Aber da ist ein Medkit. All good. Chilling, chilling, chilling. Die haben auch Graal im Hintergrund mit seinen fucking Chips. Die haben auch Graal. Junge, der steht da so rum. Wie einfach so ein Bot. Er ist einfach da. Mein Controller Bre, wie er sagen würde. Meine Bres. Okay, die Rotation beginnt. Er just einmal rein. Er hat echt gut Mats. Das Problem wird halt das Heal-Off. Also er braucht auf jeden Fall dafür noch ein bisschen Stuff. Gute Rotation, Rubik's. Gut, gut, gut. Er gönnt sich den Saft, rotiert wieder. Top 24. Boah, ich weiß nicht, was er... Ich weiß echt nicht, was er vorhat. Oder leck meine Klöten, Digga. Ich komm nicht aus der Box raus, Digga. Die Klöten. Die sind nice, Chat. Mr. Savage, Top 36, Chat. Auch ganz kurz vor Endgame. Und der Mann, er geht immer noch weiter. Er hört mich auf, ne? Top 6, Top 34, 6 Kills. Der geht da rein? Okay. 3 Medkits. Er hat 3 Medkits und 2 Flopper. Dem geht's gut. Er geht weiter. Also Mr. Savage ist, also wirklich, dem sind diese $100, egal. Das Einzige, was er heute machen will, ist 14, 15-Jährigen, die $100 aus der Tasche rauben, damit sie sich die nächste Leberkäse-Semmel in der Pause nicht leisten können. Boah, Junge, also das ist der Wahnsinn. Der geht in jede Box rein, ne? Also wir sind hier im Fully Endgame, ne? Und der geht in jede überall rein. Boah, kann. Also, wie der spielt, es ist unfassbar geil anzugucken, ne? Das macht unfassbar Spaß. Und ich sag, wenn der winnt, der droppt hier noch eine 20er rum. Nein, das jetzt nicht. Aber es ist schon. Es ist schon krass. Das spielt schon wunderbar. Es macht so Spaß, ne? Zuzuschauen. Er will den High Ground. Ja. Oh, unlucky. Unlucky. Voll Damage Kill. Geil. Er hat noch Cap Metal, Holz und Bricks hat er gar nichts mehr. 2 Flopper, 3 Medkits. Dem geht's auch wahnsinnig gut fürs Endgame. Hat hier den High Ground sprayed runter. Crackt die Leute. Gut. 13 Spieler noch alive. Was macht Mr. Savage beruflich eigentlich? Sollte mal Fortnite Pro werden. Crazy. Ja, das ist krass. 10 Kills, 12 Spieler noch alive. Man denkt, er hat einen Controller angeschlossen unterm Tisch, ne? Yeah, make sure you score 2 in IQ in deinem Shop. Ja, das ist gut, das ist gut. Also er ist halt nicht nur Pro, er ist auch Content Creator. Das ist gut. Ich glaube, er hat das Ares-Medaillon, ne? Deswegen sprayt er so krass auch mit der mythischen AR. Also er ist ziemlich obvious, dass er das mythische, das Ares-Medaillon hat. Allein schon aus dem Grund, weil er ja die AR hat. Aber man merkt schon, wie krass viel reingeht, ne? Der hat die $100. Also das ist 14 Kills. Der macht auch die 16, sag ich. Der holt sich die letzten 2 auch noch. Ja. Nicht joken jetzt, Bro. Er hat alles. Er hat 6 Splashies, 3 Medkits, 2 Flopper. Kannst du mal ein W in Chat, bitte? Also das ist ja der Wahnsinn. Ja, hier, Plan, der hat schon Hilo früh gemacht. Die Junge, Mr. Savage, kannst du drauf L-Dancen. Das ist ja Wahnsinn. 16 Kill-Win. 15 Kill-Win. Das ist krass. Das hat er echt gut gemacht. Wir sind so gut wie in den letzten Games, Chat. Noch 8 Minuten Q-Time und Reason, der ist auf 9 Kills und Top 33 Spieler mit Mäuschen. Hat schon wieder alles. Und deswegen ist er einer der erfolgreichsten deutschen Fortnite-Spieler. Wenn nicht der erfolgreichste. Genau das braucht euch. Er hat alles, Digga. Genau 4 Flopper, 100er Fist, 3 Medkits. Komplett crazy Loadout. Das Medaillon von Cerberus, das heißt, damit kann er dashen. Wahnsinnig geil im Movement, deswegen kann er so viel Healing mitnehmen. Und dann hat er auch noch das Scythe-Medaillon da auch noch. Digga, das ist so krass. Was du mit diesem Ding machen kannst, ist crazy, ne? 12 Spieler. Hat der Typ schon umgehauen. You gotta go. Also Mann, was sagt der Chat? Gewinnt es Reason? Was ist das? Da kommt so ein Adler runtergeworfen. Der hat mich aggressiv gemacht, hat mich da Bock. Du bist tot. Boah, stellt euch mal vor, er wäre jetzt gestorben, ne? 20 Spieler noch alive, 13 Kills Reason. 4 Flopper, 1 Medkit, 35er Fist. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass er nicht gewinnt, ne? Ich glaube, da können wir echt einen richtigen Brüller erwarten, vielleicht von Reason. Egal, ob er gewinnt, wenn er gewinnt auch.
wenn er geiler Kill. Wenn er gewinnt oder verliert. Also der Typ hat 14 Kills und sein Leben noch 17, ne? Was ist denn das für eine also krasse Runde von dem? Nein. Oh mein Gott. Der Goat. Junge, wie schnell hat er das gereplaced? Wer war das bitte? Da sah er ein bisschen los aus, aber Junge, wie er das replaced hat. 15 Kills, 30 Spiele noch alive. Oh. Bitte nicht, bitte stimmt nicht. Ich will wirklich einen Win von dem sehen jetzt. Jetzt habe ich alle Medaillons, ist vorbei. Der ist so cool. Ah! Nein. Ja, aber der ist schon ein bisschen wild, was er hier macht, ne? Das schaut irgendwie so aus, als ob Gott irgendwie nicht wollen würde, dass der Win, ne? Stark, ja gut, nevermind, der 3 Metkiss, Digga. Komplett viel Metz. Warum flieg ich so hoch? Komplett viel Metz, alles gut. Er ist chilling. Er spielt einfach einen Rattenskin. Das ist krass, ne? Ich muss meine Hose hochziehen. So ein Idiot. Oh, da ist, glaube ich, nur noch in der Luft. Ja, da sind zwei in der Luft. Wie in der Luft? Was für in der Luft? Er hat's doch, oder? Imagine jetzt Bug. Er wäre lustig. Nein, er hat es. Das sind da. Der muss es gewinnen. Oder? Nein. 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 Nein, Chat! Nein. Nein. Das kann nicht sein. Ja! Oh mein Gott! Go, oh mein Gott! Wenn euch das YouTube-Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, Bletchy im Endgame. Bletchy, 7 Kills, 17 Spieler noch alive, Chat. Er hat noch 2 Medkits, 25 Builds. Er braucht noch einen Refresh. Das sind viel zu viele Leute noch alive. Aber das schafft er, das schafft er. Wir believen, Chat, wir believen. Boah, die Zone geht weg vom Wasser, das ist wichtig. Ich wollte gerade sagen, wenn er auf Lowground droppt, ist er. Oh mein Gott. Stark. Oh, hinter ihm. Wo, von wo? Da lagen so viele Medkits, nein. Da lagen so viele Medkits, Bro. Die musst du holen, die musst du holen. Wo sind die? Da lagen so viele Medkits. Er wird Heal auf sein, Digga. Ich hab keine Heals. Ich hab meine Medkits aus dem gedroppt. Bitte kommt da irgendeiner raus. Irgendjemand muss da auch editieren oder so. Da. Der. Let's go, let's go. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, Big Chilling, Chat. W's in Chat. Das ist crazy. Guck mal, wie viele Medkits er hat. 7 Medkits. Aber er muss den Zone noch irgendwie. Ja, wobei, nee. Bleib. Ja, bleib da. Bleib da. 3 Gegner noch. Ich hätte nicht gedacht, dass es aufs Ziel auch so heftig gehen wird, ne? No joke. Hab ich echt nicht erwartet. Bleib Roger. Oh, und nochmal mit. Oh, flop alles. Er hat's! Oh mein Gott, Chat! Da ist alles! Er hat's locker! Ah, unlucky. GG. Nein, wegen dem. Oh mein Gott, wegen dem Storm Surge. Als ob. Das war kein Call. Ich hab die größte Kackpose, ne? Ich hab nicht drauf geachtet. Paul, hast du gewonnen! W's in Chat für kein Call! Oh mein Gott, let's fucking go! Okay, das ist krass. Warte mal, Queasy auch noch. Ist Queasy Endgame? Aber warum ist jetzt so ein Totenkopf weg, Digga? Der Lockenkopf ist noch da. Okay, Queasy Top 40 Maddox, und Rubix haben wir noch. Ich bin gerade zufällig im Call. Ey, bist du dieser Pro, dieser Queasy? Ja, normal. Wer das gesagt hat? Ja, normal. Bin ich dieser Pro? Boah, ich bin echt ein bisschen gespannt, was Queasy hier vorhat. Weil er sagt, es gibt kein E-Lob. Ja, das ist spannend. Ich will ja nicht klug scheißen, ne? Oh mein Gott, mit einer Autopump. Boah, das stinkt ja richtig. Oh nein. Oh nein. Ach du Heilige, was sehen wir hier? Er braucht einen Refresh, aber wir sind ganz dringend jetzt. Aber er kann halt auch in keine Box springen mit der HP-Anzahl, ne? Der ist one-pumped. Der muss sich erstmal ganz kurz fissen und dann muss er irgendwo rein. Nein! Pumper ihn. Schade. Das ist ja lustig, Digga. Schade, Chat. Ach man, Digga, ich habe auch das größte Toaster-Aim auf mit dieser MP irgendwie. Wer ist Marius? Der hat der hat 100 Euro schon mitgenommen und hat 13 Kills, 16 Spieler live. In seinem letzten Game. What the hell? 14 Grands? Warum kenne ich die ganzen Leute nicht? Was ist der gut? Oh, it's over. I can't win it. I can't win. Warum kannst du nicht winnen? Hey, du hast doch alles. Chill mal ein bisschen. Der holt sich hundertprozentig noch einen Kill, wenn er 50 Kills. Der holt sich hundertprozentig noch einen Kill. Okay, jetzt nicht mehr. Also ich hinterfrag's nicht, ne? Wer viert denn Grants wird, ich hinterfrag da gar nichts. Aber ich würd's gar nicht verstehen. Solche Sachen. No. Bro, think you're safe and just... I can't do this. I'm safe. Wait in my box! Nice, thank you. Supply drop. Wie random war das denn? Supply drop, sagt er. Ist halt wirklich komplett random. Was chillt da ein Typ vor seiner Wall? Der winnt es.
indem er einfach nur hochgelaufen ist. Thomas find me, auf Nomads. Hard to jump in. No, I can't. Nein. I have to. Nein. Wait, I'm winning. It pulls up. Wait, chill. Der letzte. I won! Let's go! Ich hab's doch gesagt, der wins. Ich hab's doch gesagt. Fuck. W's! $20! Das ist so geil, diese Reaction. Give me my fucking 20 subs right now! Der ist doch erster, oder? Subs, oder einer der ersten. Ja, crazy. Krass, 2 Wins ist krass, ne? Wenn ihr so etwas in Zukunft öfter sehen wollt, ne? Vergesst auf gar keinen Fall, dem Video hier ein Like dazulassen, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Diese Viewing-Partys machen mir sehr, sehr viel Spaß. Wird auf jeden Fall in Zukunft öfter kommen, falls das Video gut bewertet wird. Haut rein, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Dann macht's gut. Ciao.